Moin Moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play F1 2020 mit mir zusammen, dem Malte, mit dem Malte Motor Racing Team, diese Woche bei dem vorletzten Rennen, das wir jetzt noch ausstehen haben vor dem neuen Teil. Ihr wisst ja, diese Saison wollte ich noch ganz gern fertig machen. Es trägt sich momentan so zu, dass ich leider Gottes sagen muss, dass ich ein wenig schludrig war, was die Folgen anging. Das hing jetzt auch ganz nah mit meiner Allergie immer zusammen, weil ich doch sagen muss, also jetzt dann 3 Folgen EU4, dazu 2 Livestreams in der Woche. Das schlaucht einen dann schon so ein bisschen an, so gerade es gibt so Tage, da ist es nicht so geil momentan und es sind gerade, was das angeht, eher so die schlechten Monate und von daher muss man momentan so ein bisschen damit leben. Hat damit einfach dann, wie gesagt, diese Folge, dass ich momentan ein bisschen geizig bin, wenn es um diese F1-Folgen geht, weil das halt für mich so gesehen sehr zeitaufwendig ist. Das wisst ihr immer, das ist immer das Erste, was dann quasi wegfliegt und auch natürlich ist nicht ganz so unanstrengend. Also EU4, das stresst meinen Geist ein bisschen. Power Evolution zum Beispiel früher auch immer meinen Geist so ein bisschen, ne, vielleicht auch zwischendurch meinen Nerven strapaziert, was Power Evolution angeht. Hier ist tatsächlich ja wirklich ein bisschen körperlich. Also wir haben jetzt ja de facto Hochsommer und diejenigen da draußen von euch, die selber F1-Spiele schon mal gespielt haben oder irgendeins, was das angeht, und mal so einen 50%-Rennen bei 30 Grad und mehr gemacht haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Das stresst wirklich. Und ja, das hat, wie gesagt, zur Folge, dass das alles nicht immer so passend kommt, wie ich es gern hätte. Jetzt aber, wie gesagt, diese Folge kriegen wir jetzt ja schon mal wieder an den Start, das ist schon mal ganz gut und danach fehlt ja nur ein Rennen. Gut, blicken wir jetzt auf das Wochenende. Der Großpreis von Brasilien, Sao Paulo, wir blicken kurz auf letzte Saison. Dort sind wir 11. geworden, das war so im Schlusssprint tatsächlich noch das mitbeste Ergebnis, was wir da gerissen haben. Also nach 12, 13, 11, dann nochmal ein 12. Also so alles so knapp hinter den Punkterängen. In dieser Saison sieht das bislang ja besser aus, was es angeht. Wir hatten jetzt vorletzte Woche tatsächlich in Austin, USA ja schon einen sehr guten 8. Platz gehabt, der nochmal megamäßig getoppt wurde von einer der besten Saisonplatzierung, und zwar der drittbesten, genau der drittbesten Saisonplatzierung, nämlich mit einem 4. Platz gekrönt in Mexiko, wo wir ja natürlich auch strategisch wir ein bisschen Glück hatten, aber wo dann auch mal das erste Mal wir leistungsmäßig zumindest so einen gewissen Teil davon gut mitgehen konnten, einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Motor ja gar nicht so schlecht dastand. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir ganz kurz rein, die Komponenten, die sehen so halt noch, 45, habe ich noch, ich habe noch eine ganz frische Komponente offen, jetzt hier da. Ja, wenn wir mal ganz frische Komponenten offen haben, würde ich sagen, die kommen jetzt mir hier noch für die letzten 2 Rennen noch mal rein. Das Ding ist noch in Ordnung. Da habe ich auch noch eine frische für. Und das Ding ist auch in Ordnung. Jawohl, genau. Dann wechseln wir mal kurz den Satz der Komponenten aus. Gucken wir ganz kurz auf die Getriebe, aber die sind auch noch okay. Passt soweit. So, dann sind wir im Bereich der F&E. Da hatten wir also alles theoretisch gesichert gehabt. Das wollte ich mir dann vielleicht noch mit euch am Ende anschauen. Das heißt, die einzigen Fortschritte, die wir de facto machen können, sind im Bereich der Aerodynamik. Da würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, lieber klotzen, ne, dass wir nochmal vielleicht für Abu Dhabi noch ein dickes Upgrade ranbekommen. 1.100 wird das kosten. Ja, wird tatsächlich noch aufgehen. Für die kleinen Upgrades reicht das aber tatsächlich leider nicht mehr. Gut, dann sind wir auch schon im Bereich der Aktivitäten. Da wollte ich nochmal ganz kurz auch mit euch drüber sehen. Was haben wir denn jetzt hier? Boah, Aero, ne? Das wäre schon mal ganz gut hier, ein Aero-Update. Da bringt noch 60 Ressourcenpunkte auch. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn halt noch was geht, dann darüber. Dann haben wir jetzt noch Teamanerkennung, Fahreranerkennung. Ja, ein bisschen was für Georgie wäre nicht verkehrt. Hier können wir auch noch was machen. Da würden wir dann auch nochmal 60 weitere Ressourcenpunkte nochmal rauskratzen. Ja, und dann haben wir tatsächlich unsere Aktivitätstage schon soweit erledigt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter und gucken nochmal, wir kriegen auch nochmal wöchentliche Kosten reingedrückt. Das heißt, jetzt gucke ich erstmal schon mal hier nach dem ersten Upgrade, ob das schon reicht, ich weiß nicht ganz. Nee, tatsächlich so 11 Ressourcenpunkte sind es, die mir da fehlen, schade. Gut, dann müssen wir warten, bis die laufenden Kosten reinkommen. Das ist dann jetzt am 9. So, und dann haben wir jetzt tatsächlich nochmal genügend Ressourcenpunkte, um da was zu machen. An unserer Ausbaute müsste, wollte gerade sagen, auch ein zweites Upgrade im Bereich des Machbaren sein. So, das werden wir tatsächlich, egal ob schnelle oder langsame Entwicklung, auch noch Möglichkeit vor Abu Dhabi sogar bekommen. Das heißt also nochmal 2 Aero-Entwicklungen, die da drin stecken würden. Das würde uns, ja, fast an Williams dranbringen, um es mal schön zu umschreiben. Genau, gut, dann haben wir soweit also alles geklärt.
Dann würde ich sagen, ja, geht's dann jetzt los. Wir starten rein ins Rennwochenende und schauen mal an, was das Wetter so meldet. So, Zeit für das Wetter. Das sieht nach Wolken aus, aber glücklicherweise glaube ich zumindest nicht nach Regen. Nee, das sieht einfach nur rein bewölkt aus. Das ist okay. Das freut mich schon mal. Gucken wir ganz kurz rein. Die Wettervorhersage sagt am Ende des Qualifyings Regen, also wahrscheinlich für Q3. Ich bezweifle aber, dass wir in Q3 kommen. Von daher, wir sind ja schon mal ganz gut bedient. Wenn es Q2 ist, wird uns das wahrscheinlich nicht betreffen. Und wie gesagt, das Rennen wird auch unter trockenen Bedingungen stattfinden. Das heißt, ich werde tatsächlich voll und ganz ohne Probleme auf ein Trocken-Setup gehen. Wir sehen nochmal entwicklungsskalamäßig, hat sich zu dieser Woche hier schon mal in den letzten Teams nichts getan. Wir können auch mal schauen, wie das so sich im Verlauf auswirkt, können wir hier nochmal sehen. Ne, tatsächlich, also alle Teams quasi damit beschäftigt, jetzt ihre Sachen zu sichern, von daher also keine Upgrades in dieser Woche. Ja, wie gesagt, dann nur zu Abu Dhabi hin, dass nochmal die Möglichkeit bestände, etwas Neues dahingehend noch zu entdecken. Gut, dann haben wir ansonsten, ja, hier vielleicht nochmal, bevor wir jetzt da reinstarten, jetzt gleich ins Training und Qualifying, ein kleines Announcement nochmal, dass ich das nochmal reingesetzt habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber dadurch, dass ja dann der 21er kommt, die Saison hier beenden, habe ich ja dann hoffentlich, wenn alles glatt geht, ein bisschen Vorlauf für den 21er. Das heißt, mein großes Ziel ist, euch im 21er tatsächlich ein bisschen mehr zu bieten, als es jetzt in diesem Teil der Fall war. Also jetzt haben wir zwei Saisons geschafft. Das sind jetzt dann um 40 Folgen ungefähr gewesen. Vielleicht ein Schlag mehr, noch zum Zwischenepisoden. Aber ja, dass vielleicht dann in der nächsten Season dann auch nochmal die ein oder andere Saison dahingehend eventuell mehr packen. Schön wäre es auf jeden Fall, ja. Und ansonsten lassen wir uns dann mal überraschen, was da so alles auf uns zukommt. Wie gesagt, ich versuche dann so mal massiv es geht, dann wirklich vielleicht eine Woche auch in eine Vorproduktion zu gehen, wo ich dann wirklich mal ganz, ganz hart einfach nur F1 durchballer und ja, damit ihr sozusagen da passend an eure Sachen rankommt. Gut, das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Ich starte jetzt rein ins Training. Wir sehen uns dann gleich beim Qualifying. So, damit begrüße ich euch ganz herzlich. Ihr kennt das alte Spielchen, Q1, erste Runde. Das war jetzt noch nichts Besonderes, da haben wir tatsächlich, glaube ich, ein paar Böckchen eingebaut. Da müsste noch ein bisschen mehr gehen, geben wir uns aber erstmal eine erste Zeit hier durch. Das ist erstmal eine 1.8.7.2.2, da müsste also auf jeden Fall noch mehr gehen. Wir legen die zweite Runde direkt hinterher, bevor wir uns dann gleich wieder in die Garage gesellen gehen. Ja, die war jetzt schon besser, da waren jetzt tatsächlich die Fehler von vorhin nicht mehr drinne. Sind nochmal 2 Zehntel, die lassen wir uns erstmal mal zu Genüge schmecken, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal drauf, also ob wir mit dieser Runde irgendwas gerissen kriegen. Ja, zumindest Giovinazzi kriegen wir erstmal hinter uns. Ja, würde ich sagen, Zeit in die Garage zu blicken. Und ein Blick dann aufs Zeitentableau verrät uns, nachdem wir jetzt unsere ersten Runden gedreht haben. Ja, ein paar Wagen dürften tatsächlich, was das angeht, insgesamt hinter uns landen. So, unterm Strich hieß es bei uns in der Trainingssession vorher, dass wir durchaus in der Lage sein müssten eigentlich, ja, vielleicht Q2 zu attackieren und so. Schaut das auch ungefähr aus. Gut, Ocon ist noch nicht gefahren, der fährt jetzt gerade seine erste schnelle Runde, die würde ich ganz gerne noch eben gucken, aber der wird wahrscheinlich vor uns sein. Ja, genau, dann ist das also quasi Stand der Dinge jetzt. Wir haben also Platz 8 momentan inne, sind schon... Boah, über 3 Zehntel bis Platz 16. Das sieht heute schlecht aus. Ich wüsste nicht jetzt, dass ich da so viel Zeit habe liegen lassen. Also so dieses 1 Zehntelchen zu Grosjean, okay, das kann man mal finden, aber ja, wie gesagt, so ganz viel sehe ich da jetzt noch nicht. Außerdem, so schlecht war unsere Runde auch nicht, wenn wir jetzt mal mit Jordi vergleichen. Wir sind jetzt schon 4 Zehntel eigentlich fast schneller als der. 3, 4 Zehntel waren wir schneller als der gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich auch schon eine gute Runde rausgehauen. Also ich befürchte, ja gut, okay, Mexiko kam natürlich unserer Kiste auch sehr entgegen. Jetzt hier Brasilien wieder ein bisschen kurviger, eher weniger doll für unseren Wagen. Aber ja, ich glaube, da lässt sich mal wieder die Nachteile unseres MMRs nicht so besonders gut kaschieren. Gut, dann würde ich sagen, packen wir noch einen neuen Satz frische Reifen drauf. Die würden uns theoretisch nochmal 2 Zehntel vielleicht sogar bringen können, maximal. Und ja, dann geht es nochmal rauf, die Strecke für die letzten 2 Runden. Jawohl! Jawohl, das war jetzt die Runde nah an der Perfektion. Also wir haben nochmal den Vorteil aus den Reifen rausgespielt, 2 Zehntel. Plus nochmal eine weitere gefunden. Ich bin mir jetzt schon sicher, noch bessere Runde werde ich tatsächlich heute hinkriegen. Wir gucken, wofür es jetzt am Ende reicht. Es ist momentan Platz 15. Jetzt gerade ganz akut wären wir tatsächlich in Q2. Haben Magnus und Stroll noch da unter anderem hinter uns gelassen. Aber ich befürchte, nee, also wie gesagt, die nächste Runde brauchen wir auch nicht fahren. Das macht keinen Sinn. Ich habe das Maximum jetzt wirklich rausgeholt. Jetzt müssen wir einfach schauen und beten und gucken, ob das reicht, weil das war wirklich schon verdammt gut, was wir da gefahren haben. Hoppala, jetzt nicht nur den Wagen wegschmeißen.
haben wir es geschafft, uns in Q2 tatsächlich noch rüber zu retten. Also in Top 14 sind wir schon mal nicht. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das wird also wirklich ein ganz knappes Ding sein. Platz 15 sind wir nicht. Und Platz 16 sind wir auch nicht. Nein, das gibt's nicht. Um 300stel sind wir am Ende ausgeschieden. Naja, 400stel. Ja, um 400stel sind wir am Ende ausgeschieden. Das ist bitter, Freunde. Das ist richtig, richtig bitter tatsächlich. Also einen hätte es noch sein dürfen, einen Kuh quasi. Und ich weiß, das habe ich quasi im Anbremsen zur letzten Kurve vor der Gerade habe ich ein halbes Zehntel verloren. Also 500stel. Das waren die gewesen, die ich da verloren hatte. Wahrscheinlich wäre ganz optimal mit einer galaktischen Runde Platz 14 dran gewesen. Aber ja, okay, wir sind tatsächlich, also dementsprechend draußen, können wir kurz gucken, wir haben Russell halt 6 Zehntel abgenommen. Das ist halt, also das war wirklich eine ganz, ganz starke Runde. Ich denke, wir brauchen uns mit der Runde nicht verstecken gehen. Es war klar, dass das heute jetzt hier kein Mexiko wird, von da bin ich jetzt auch, was das angeht, nicht so enttäuscht. Ja, also Startplatz 17 ist das Ganze hier angesagt. Mal gucken, vielleicht haben wir noch die eine oder andere Gridstrafe, die uns vielleicht nach vorne trägt. Ich hoffe ja vielleicht, dass es auch Platz 15 sogar unser Startplatz sein könnte. Und dann müssen wir schauen, wie sich es einfach im Rennen so verhält, wie unsere Pace ist und ja, wo wir uns dann quasi am Ende einquartieren werden. So oder so muss ich aber sagen, wir haben unsere ganzen Punkte hier eingefahren gehabt, von daher Druck haben wir immerhin zumindest schon mal keinen. Die Formel 1 ist zurück in Sao Paulo und der heutige große Preis von Brasilien verspricht, ein weiterer Klassiker zu werden. Sebastian Vettel hat hier 2012 bekanntermaßen seine dritte WM nach Hause gefahren und 2016 konnten wir Max Verstappen dabei bestaunen, wie er eins der besten Regenrennen aller Zeiten abliefert. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Perez, Esteban Ocon und Gasly, Stroll, Magnussen, Verstappen und Alexander Albon. Quert, Leclerc. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Carlos Sainz und Latifi, Norris, Gärtner, Sebastian Vettel und Antonio Giovinazzi. Russell, Calderon, Grosjean und Nobuharu Matsushita. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, also was lässt sich sagen? Wir haben es tatsächlich geschafft, nochmal gridmäßig einen Platz gut zu machen. Einfach aufgrund von einem technischen Problem bei Ferrari Vettel hier. Insgesamt Ferrari auch mit Problemen, insgesamt auch, wie gesagt, Leclerc auch mit Gridstrafversetzung, aber... Leider Gottes keine Kisten, wo ich jetzt sage, die lassen wir besonders lange hinter uns. Also ein Ferrari ist jetzt nicht gerade Konkurrenzprodukt für uns. Das ist ja mehr so oberer Teil des Mittelfeldes. Und das geht nur, wenn die Strecke sehr, sehr gut auf uns passt, dass wir mit der Kiste mithalten können. Das ist heute ja nicht gegeben. Von daher erwarte ich dahingehend nicht besonders viel. Wir schauen auf die Rennstrategie drauf. Die sagt heute ganz simple Einstopper. Ja, kann mir auch vorstellen, war Brasilien nicht auch mal 2 Stopp gewesen? Na okay, also soll ein Einstopper sein. Wir gehen von Soft auf die harten Reifen. Müssen mal gucken, vielleicht lässt sich das auch irgendwie mit Hard und Mediums provozieren. Das müssen wir gucken, was der Verschleiß so sagt. 1,5 Runden mehr Benzin ist in Ordnung. Da kann ich tatsächlich mit leben gehen. Ansonsten der kleine Warnhinweis. Ich habe jetzt hier nebenbei noch einen Wecker laufen. Der kann vielleicht, wenn ich Pech habe, genau in dem Teil, wo ich gerade mit euch quatsche, losgehen. Liegt ganz einfach daran, ich muss diese Folge so ein bisschen wieder zwischen Tür und Angel aufnehmen. Ich habe gleich noch ein kleines Meeting, wo ich noch hin muss. Und ja, dass ihr da nur gewarnt seid, wenn das Ding losgeht in der Folge und ich das nicht gescheit rausgeschnitten kriege, ja, muss ich da dann kurz einmal hin. Ansonsten habt ihr vielleicht auch von dem Ding dann gar nichts und hört das dann dementsprechend nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ist soweit alles geklärt. Wir machen uns bereit. Also, Freunde, 36 Runden, glaube ich, jetzt Sao Paulo, die anstehen. Wir machen uns bereit. Attacke, auf geht's. Los, Abmarsch. So, und sobald die roten Lichter ausgehen, geht es los mit dem großen Preis von Sao Paulo, Brasilien. Auf geht's. Das ging ja relativ zügig. Wir gucken mal, wie wir wegkommen. Ja, unsere Reifen sagen erstmal, ganz guter Grip ist auf jeden Fall da. Vielleicht die Möglichkeit, direkt jetzt schon am Anfang ein bisschen reinzuhalten hier. Ja, Kontakt mit dem Ferrari gönnen wir uns mal. Gibt tatsächlich auch eine Verwarnung. Okay, geschenkt ist halt unser Rivale, der Leclerc. Da kann man tatsächlich halt schon mal eine kleine... ja, Eskapade riskieren. Wir gehen jetzt dementsprechend auf die Garde drauf, haben links jetzt noch einen neben uns, könnten uns jetzt aber tatsächlich wieder an Leclerc eventuell sogar vorbeischummeln. Jo, und das war, was ich unter einem guten Start verstehe. Also, das war jetzt gar nicht mal so übel, haben uns vorgekämpft schon mal auf die 12.
Das sind 4 Plätze, die wir jetzt gut gemacht haben. Und die nimmt uns man, glaube ich, so schnell schon mal nicht mehr. Respektiv vielleicht noch ein mehr gefährliches Manöver tatsächlich gegen Kwiat. Aber der hat halt harte Reifen, habe ich gerade gesehen. Und da wollte ich jetzt nicht gehängen bleiben. Ne, sehr schön haben hier die Innenseite. Das geht soweit auf. Sauber. Und dann haben wir also sogar schon Platz 11 in TOS. Ja, gut. Ich habe tatsächlich erstmal ERS-Management verkackt. Das war schon mal gar nicht gut. Aber egal, das klappt anscheinend soweit sogar noch. Weil Kwiat und seine harten Reifen da noch wen aufhalten. Aber ich wollte darauf hinaus, ich habe tatsächlich noch kein Rennziel ausgegeben hier heute, ne? Also ich bin jetzt Platz 11, Platz 10 ist noch in Griffweite, aber leider besetzt mit dem Red Bull. Auch wenn es nur Alex Albon ist, aber das ist trotzdem recht schnell, was am Tag legen wird. Machen wir mal Platz 13 draus, glaube ich. Ja, ich denke, das ist okay. Also wenn wir noch ein bisschen was abgeben müssen, ne, wegen schnelleren Kisten hinter uns, ist das, glaube ich, in Ordnung. Aber so insgesamt, wenn wir es auf Platz 13 schaffen würden, ne, würde ich nicht Nein zu sagen. So, jetzt das erste Mal mit dem DRS jetzt hier. In Runde 3, aber wie ihr sehen könnt, ja, das wird schwierig. Also dadurch, dass die anderen Kollegen da auch das DRS haben, haben wir zwar einen sehr schnellen dritten Sektor auf die Beine gestellt, den schnellsten bislang im Rennen, aber ja, nicht, dass wir jetzt hier hoppala Alex Albon gefährlich werden könnten. Da macht mein Lenkrad gerade schon fast einen Abgang, muss ein bisschen aufpassen. So, das ist rangedrückt und festgeschraubt, live on air, warum denn nicht? Ja, bleibt jetzt erstmal also bei Platz 11. Ja, und das Bild, was ihr jetzt hier sehen werdet, ist so ein bisschen das, was mich jetzt schon die ganze Zeit begleitet. Es ist diese gute alte DRS-Schleife. Zwar haben sich schon vorne ein paar Wagen wirklich effektiv abgesetzt, aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt hier sagen kann, ja, dass wir jetzt hier irgendwie einen Angriff starten können. Es ist die gute alte DRS-Schleife, die halt einfach hier Schöneres, Besseres, oder wie immer, verhindert. Also rennresultatmäßig. Ja, könnte das tatsächlich ein bisschen schöner sein, aber nee, wie gesagt, also noch geht da tatsächlich nichts. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Oh, da kommt tatsächlich der erste Angriff von dem McLaren von Carlos Sainz, den wir gerade eben abgewehrt haben. Ich sehe jetzt auch gerade, warum wir überhaupt mit dieser Gruppe mithalten können. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass wir überhaupt die Pace dafür haben. Das liegt daran, upsala, oh Gott, ja gut, okay, Malte, da kannst du die Position jetzt einmal abschenken gehen. Das war ein kleiner fahrischer Fehler von dir. Oder, Innenseite jetzt hier. Ach, Schwein gehabt, Innenseite. Puh, das war lucky. Dass da vorne nämlich ein Haas ist. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ein Haas hat sich da vorne einfach mal festgekrallt und sagt sich, oh, nö, ich störe hier mal ganz kurz eben das Rennen der Spitzenleute. Macht ja Spaß hier vorne und warum sollte ich mich verziehen gehen? Und ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Würde ich nicht anders handhaben, wenn ich er wäre. Sorgt dafür, dass wir jetzt tatsächlich, aber wie gesagt, zwar mit der Gruppe mithalten können, aber mehr jetzt doch nach hinten aufpassen müssen, was das angeht zum Verteidigen, als dass wir wirklich uns auf Überholmanöver hier stürzen dürften. Oh, so gut war unser Ausgang noch nie gewesen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich mich daran saugen oder nicht? Wir probieren es. Oha. Oha. Nicht unriskant. Gewagtes Manöver. Aber ja, tatsächlich. Im Bremsen konnten wir da vorbei uns schieben, vorbeischießen. Ich denke mal, das dürfte fair genug gewesen sein. Jetzt haben wir aber das nächste Problem. Alex Albon, wir treten spät auf die Bremse, ist jetzt tatsächlich hier neben uns und versucht sich seine Position wieder zu ergattern. Ah, Mist, holt sich auch wieder. Mist, bessere Traktion bei ihm. Scheibenkleister und jetzt hinter uns der McLaren, der jetzt wieder drückt. Ja, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt gehabt. Aber okay, er bleibt einfach weiterhin und kämpft. Und ich merke jetzt schon, das ist ganz schön anstrengend. Ey, ich hasse Formel 1 im Sommer. Also zum Zusehen ist das alles gar kein Thema, aber wenn man selbst fährt, ist das ja die Hölle. Das muss man ganz einfach so sagen. Und jetzt könnte tatsächlich der erste Angriff kommen. Ja, das kriege ich nicht verteidigt. ERS ist am absoluten Limit. Jetzt zieht er wahrscheinlich vorbei, ist schon mit der Wagenlänge durch, aber wir können vielleicht ein bisschen später aufs Eisen. Ja, dadurch dann dementsprechend also die Geschichte erst nochmal wieder halten. Aber das letzte Wörtchen ist da bei weitem noch nicht gesprochen. Das könnte jetzt tatsächlich so ein Dauerkampf werden. Er versucht es jetzt wieder hier. Nächste gerade, nächstes Mal mit dem DRS. Da vorne geht es auch tatsächlich los. Die verwickeln sich auch so ein bisschen Duelle. Wir später auf die Bremse, aber oh, gescheiter Switchback. So ist richtig. Vom McLaren-Piloten, jetzt ist Sainz tatsächlich vorbei, jetzt werde ich da zurückstecken müssen. Oh, 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 oh
Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schon in der Bahn, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Da hat uns ein Flügelteil erwischt. Ah, oh, Mistdreck. Das ist erstmal seit Ewigkeiten, dass da was passiert, was das angeht. Alter Schwede. So, jetzt die Frage. Ne, wir kommen jetzt einfach rein für die harten Reifen, ein bisschen früher. Geht in Ordnung. Das müsste soweit klar gehen. Lassen jetzt natürlich die anderen ziehen. Ne, das habe ich mir jetzt so nicht gedacht gehabt. Ah, Mist. Ja, gut, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal längerer Zeit wäre tatsächlich mein fahrischer Fehler gewesen. So, lassen wir mal den Alpha jetzt hier auch durch. Der andere Kollege muss aber außen lang. So, und dann schauen wir mal. Puh. Ich sehe gerade, wir haben eine 10-Sekunden-Strafe bekommen für den Mist. 10 Sekunden. Dafür, dass die Kiste irgendwie zum Stehen gebracht hat noch. Alter. Ja gut, das ist natürlich recht deftig. Ist die Frage, die werde ich anscheinend nicht bei der Boxengasse absitzen. Oder doch, oder nicht, oder doch. Nee, los, los, los. Die lassen mich hier nicht absitzen. Das heißt, diese 10 Sekunden werden mir hinten heraus nochmal draufgerechnet. Ja, Scheißdreck. Das Rennen ist jetzt gerade verloren. Das klappt nicht mehr. Das Thema ist jetzt durch. Wie viele Sekunden haben wir da vorne hin? 23. Ja, wir können vielleicht noch versuchen, die letzten Affen von denen da vorne irgendwie zu kriegen. Aber jetzt ist tatsächlich nur Schadensbegrenzung angesagt. Ja, das ist mir schon ewig nicht mehr passiert, dass ich tatsächlich ein Rennen selber weggeworfen habe. Aber naja, was willst du machen? Ja, die Frage ist jetzt natürlich, kam dieser Fehler vielleicht auch daher, dass ich jetzt ein bisschen aus der Übung bin? Ich weiß es nicht, ob mir der sonst so passiert wäre. Müssen wir überlegen, also wir hatten jetzt gerade einen Zweikampf gehabt mit McLaren Sainz. So, und ich hatte jetzt die Szenerie vor Augen, dass er uns überholt hatte, dann dementsprechend in die Kurve ging, sehr früh aufs Eisen stieg, ich quasi mehr oder weniger an seinem Seitenreifen saß, also diesem Reifen quasi, wo man den anderen Kollegen wegdreht, ich auf Teufel komm raus den Kollegen vor mir nicht wegdrehen wollte, weil dann wäre es richtig zur Maschenkarambolage gekommen, und dann irgendwie aufs Gras gekommen bin und dann war ich froh, dass er mir die Kiste hat zum Stehen bringen können. Das heißt also, ergo, was ist passiert, also er ist vorbei, er hat früher gebremst, als ich halt gerechnet habe mit und stärker gebremst, als ich mit gerechnet habe. Hoppala. Ja, die harten Reifen sind noch nicht so direkt warm, muss ein bisschen aufpassen. Ja, hat dann entsprechend stärker gebremst, als ich erwartet hatte. Dann wollte ich halt nicht rausdrehen, um das Rennen natürlich von ihm nicht kaputt zu machen. Habe dann dementsprechend selber von der Strecke abgeflogen. Habe dabei meinen Frontflügel beschädigt. Und bin dann ja irgendwie zum Halten gekommen, zurück auf die Strecke und dann jetzt also in dieser Sachlage dann mit der 10-Sekunden-Strafe obendrauf. Gut, heißt jetzt dann dementsprechend, also gucken wir mal drauf. Wir haben jetzt 20 Sekunden bis Tatjana, das ist die nächste vor uns, die wird noch einen Boxenstopp machen müssen. Der dürfte ungefähr bei 25 liegen. Das heißt, sie hat einen 5 Sekunden Vorsprung auf sie, macht 5 Sekunden Rückstand abzüglich der Zeitstrafe. Das heißt, 7 Sekunden sind es dann wahrscheinlich so ungefähr auf Matsushita, die wir gut machen müssen. Und auf Latifi und Giovinazzi ähnlich. Ja, wir haben noch einiges an Runden und Rennzeit zu gehen, aber ich muss halt auch gucken, dass die Reifen durchhalten. Wird schwierig. Weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Ist nicht im Bereich des Unmöglichen, aber da muss ich mich schon für ranhalten und dann auch den einen oder anderen zumindest noch einzusacken. Also vielleicht, dass wir noch irgendwie die 20er-Region vermeiden, das wäre ganz toll. Dass wir zumindest noch die beiden Williams plus vielleicht Latifi einsacken könnten. Die übrigens noch mit ihren Medis auf einer ganz anderen Strategie unterwegs sind. Naja, mal schauen. Oh, und es kommt, glaube ich, noch schlimmer als gedacht. Da vorne ist, glaube ich, gerade der Williams, der jetzt versucht, aus der Boxengasse rauszukommen. Und das sieht mir schwer danach aus, als kommt er tatsächlich vor mir auf die Piste. Nein, das gibt's nicht. Das heißt also, bei Matsushita sind wir sogar nach seinem Boxenstopp noch hinter ihm und müssten jetzt noch 10 Sekunden rausfahren, damit wir das irgendwie da einfangen können. Ne, das wird's, glaube ich, nicht mehr. Also jetzt hätten wir diese 10 Sekunden Strafe hier noch oben drauf. Dann hätten wir tatsächlich noch ein bisschen was machen können. So aber war das jetzt tatsächlich ein relatives Drecksrennen. Da wird wahrscheinlich jetzt wenig gehen. Wir können mal versuchen, natürlich noch das ein oder andere Überholmanöver zu setzen. Aber ich bezweifle, dass ich jetzt so viele Sekunden raushole, auch wenn erst die Hälfte des Rennens rum ist. Man darf nicht vergessen, ich bin kein Meister auf den weißen Reifen. Und so ultra viel schneller ist unser Wagen im Verhältnis zum Williams ja nun auch eigentlich nicht. Theoretisch sind wir immer leistungsmäßig das letzte Auto, aber wir prügeln da noch ein bisschen mehr raus, sodass man sagen kann, dass wir ja eigentlich schneller sind als der Haas, als der Alpha und als der Williams. Das ist ungefähr so die Messlatte, die wir haben.
Naja, so jetzt erstmal mit dem DRS hier mal rangesaugt. Mal gucken, ob wir da vielleicht schon etwas machen können. Ne, das ist tatsächlich, obwohl er verbremst sich ein bisschen. Noch ein Stückchen zu früh, wir hängen ihn zumindest jetzt hinten dran. Oh, gut, leichte Übertretung, aber keine Verwarnung scheinbar. Ne, dann müsste das jetzt auch passen. So, das sollte jetzt ja wohl dann hoffentlich drin sein. DRS, DRS, zack, einmal außen lang. Später aufs Eisen. Na, aufpassen. Genau, so, okay. Gut, dann haben wir zumindest schon mal den Williams jetzt hier erstmal innerhalb seiner Grenzen aufgezeichnet. Den Windschatten kommen wir wieder ein bisschen ran, aber ich denke mal, den müssen wir abhängen können. Wobei, ich sehe es gerade, zumindest tatsächlich Tatjana haben wir schon hinter uns und das auf 6 Sekunden. Das heißt, also da müssen wir noch 4 rausfahren. Doch die 4, das sehe ich tatsächlich schon noch, dass das gehen könnte. Jetzt muss man halt gucken, ob Matsushita halt so noch von der Geschwindigkeit ist, dass wir den weit genug distanzieren können. Aber ja, dafür werden wir jetzt einfach unser Bestes geben und wie gesagt, schauen wir mal, was geht. Platz 19 wäre halt schon top, wenn das gehen würde. Da ist jetzt noch einer, der, glaube ich, hinter uns rauskommt. Ja, Giovinazzi ist das Wort, der war sogar erheblich näher ran, als ich erwartet hatte. Ja, aber okay, sei so. Dann haben wir den jetzt also auch erstmal kassiert. Da kann ich mir vorstellen, dass der uns schon besser folgen kann, noch als der Rest der Konsorten. Hm, zumindest vom Boxenstopp her konnten wir auch einen Latifi dann dementsprechend jetzt kassieren. Also beide Alphas so gesehen hinter uns. Ja, müssen jetzt halt schauen. Grosjean jetzt vor uns im Haas. Dann haben wir noch Russell da vor unseren Teamkollegen. Das sind noch alle Jungs, die kann man halt auf der Strecke theoretisch kassieren. Es ist halt nur die Frage, wie viel da zeitlich dann da übrig bleibt. Quasi an Lücke. Beziehungsweise, ja gut, Russell ist dann wahrscheinlich auch der Letzte, den wir kassieren werden, wenn ich gerade so auf die Map gucke. Also dann ist definitiv vorbei. Und dann hieß es halt tatsächlich einfach nur irgendwie sich der Vorsprung rauszufahren. So, die Frage, ist es jetzt soweit? Könnte es das erste Überholmanöver jetzt mal auf der Geraden hier geben? Wir haben das DRS, wir haben unser ERS noch mit dabei, das jetzt hier auf vollen Tritt geben. Wir drücken uns jetzt hier in der Kurve rein. Ja, kleine Dive-Bomb hier mit dabei, aber ich habe mich rechtzeitig nach links gesetzt, also er wusste schon quasi, was ich vorhatte. Das sollte dann hoffentlich jetzt genügen, wobei natürlich jetzt möglicherweise der Counter kommt. Jetzt, wo er dann selber nochmal das DRS dazu mitbringen kann. Aber wir haben die Innenseite für die Kurve verteidigen das erstmal. Und Switchback wie bei McLaren ist hier nicht möglich. Darauf habe ich diesmal geachtet, das heißt, Grosjean haben wir jetzt auch erstmal in der Tasche. So, das DRS auf Russell haben wir jetzt auch eingesackt, jetzt Richtung Runde 22. Das heißt, das könnte jetzt zwar noch nicht hier, aber gleich in der nächsten Geraden vielleicht das Überholmanöver geben. Wir kleben ihn schon mal im Sattel drinne. Jawohl, komm auch gut raus. Kannst DRS schon mal hochschmeißen, geht zu DRS jetzt aufklappen. Es sollte uns ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss geben jetzt hier. Außen probieren wir es. Ja, Platz lassen hier noch. Genau, das ist ja ein Teamduell, da will man auch ein bisschen fair sein. Nee, aber sehr schön. Also könnt ihr unseren eigenen Homie hier, unseren Mate, auch in der Tasche stecken. So, und das dürfte dann jetzt gewesen sein, Überholmanövern. Das heißt, 10 Sekunden sind es jetzt nach vorne. Jetzt geht es da also hinten hin. Hoppala, Scheibenkleister. Immer wieder diese eine Stelle, ne? Habe ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal schon, dass mir das passiert. Ja, dass wir gucken müssen, dass wir jetzt hier die 10 Sekunden, diese ominösen, rausfahren. Keine Ahnung noch wie, aber probieren müssen wir es ja. Nanu, jetzt wird es doch nochmal mysteriös. Denn ich habe gerade gesehen, ein gewisser Daniel Kwiat wird vor uns released mit einem Satz der Softreifen. Und damit kommt er jetzt, glaube ich, noch auf keinen Fall durch. Also ich befürchte, der wird nochmal eigentlich rein müssen. Und das wiederum hieße... Wobei, es sind jetzt auch hoppala. Ah. Scheißdreck. Mann! Malte, was machst du denn heute? Kurz überlegen. Doch, 12 Runden. Ja, doch, wobei, das könnte klappen. Na, nee, okay, vergiss es. Ich habe Mumpitz erzählt. Ich wollte gerade sagen, dass er nochmal rein müsste, aber nee, 12 Runden müssten die Softs, glaube ich, durchhalten. Das ist so dann nah am Verschleiß-Limit, aber ich glaube, wir sollten ja selber auch ähnlich irgendwie 13 oder so machen. Also von daher. Ja gut, ich hatte gerade die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht nochmal rein müsste und dann hinter uns landen würde, aber das kann ich mir von der Backe pusten. Wenn ich langsam mal ein Stückchen besser fahre, dann hat uns gleich Russell auch wieder. Das ist ja schon im DS-Fenster drin, das war nicht gut. Nee, Malte, komm, voller Fokus, du musst einfach jetzt nur ein paar gute Runden hinlegen und dann hast du deine Arbeit hier heute noch geleistet. So, vielleicht ist mal kurz eine Möglichkeit, eben auf die Reifen zu blicken. Die sagen mit 39%. Das wird jetzt auf die letzten 10 Runden nicht mehr so schön. Bis in den 50er Bereich werden die auf jeden Fall hochgehen. Wie sieht es momentan zeitmäßig aus? Ja, also jetzt auf Runde 28 haben wir 5 Sekunden bis Russell. Ich glaube, den werden wir nicht mehr rausfahren können. Wir sollten uns eher auf
Grosjean konzentrieren. Und sobald ich einmal hier irgendwie anfange zu erzählen, baue ich heute echt viel Mist. Mann, kotzt mich das an. Oh Mann, ey, jetzt machen sie auch tatsächlich die Reifen ein bisschen bemerkbar. Aber ich gehe jetzt mittlerweile so weit davon aus, ich glaube, die beiden Alphas müssten im Sack haben. Das heißt, Platz 19 müsste uns jetzt eigentlich dann, ja, wenn ich jetzt keinen dummen Bockmist mehr baue, nicht mehr zu nehmen sein. Ich denke, Platz 17 wird es nicht mehr werden, dafür ist es zu knapp. Es ist einfach das Rennen zwischen uns und Grosjean auf die letzten 6 Runden, ob wir es noch schaffen, da die ungefähr 2 Sekunden rauszuholen. Also dementsprechend, ja, dafür nochmal volle Konzentration. Vielleicht ist hier noch sogar ein Platz 18 drin. Ha! Da ist sie gefallen jetzt. Also Runde 31 auf 32. Die 10 Sekunden haben wir jetzt. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Dann bleibt es doch noch das große Ziel, ob wir vielleicht nicht doch schaffen, unseren Teammate doch heute zu schlagen. Also da jetzt noch 2 Sekunden ausstehen, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass wir die noch kriegen. Aber natürlich, wir probieren es. Wie gesagt, die Reifen, die machen jetzt doch langsam mit Zicken. Ja, sind wir jetzt bei 50%. Da werden sie auch noch ein bisschen drüber schießen jetzt dann dementsprechend. Vorne rechts ist halt das große Thema. Ich denke mal, so mit 60% bringen wir das dann jetzt hier ungefähr nach Hause. Boah, trotz des Reifenzustands haue ich hier tatsächlich gerade gefühlte Qualifying-Runden raus. Also das hier könnte nochmal, wo gerade sagen, auf alten Reifen noch eine neue Bestrunde werden. Sehr schön, aber die Dinger brauchen wir jetzt auch, wenn wir halt Georgie noch irgendwie hinter uns kriegen wollen. Also ranhalten, es fehlt nicht mehr viel, das sind 2 Zehntel jetzt nur noch. Und die muss ich jetzt auf 2-3 Runden abknüpfen, doch das klappt noch. So, ab jetzt geht es in die letzte Runde des Rennens. Wir müssen noch mit dieser Ultra-KI letzten Runde rechnen. Haben aber eine halbe Sekunde Vorsprung. Also das kann jetzt noch was werden. So, komm, jetzt noch einmal pushen. Noch mal einmal alles geben. Das muss drin sein. Ich will jetzt diesen 17. Platz. Jetzt habe ich da doch noch so lange für gekämpft. 16. Jetzt will ich den tatsächlich auch behalten. Bottas nochmal eine neue schnellste Rennrunde, müsste jetzt dementsprechend auch der Rennsieger sein. Jep, genau, Valtteri gewinnt. Hamilton drückt auch nochmal eine neue schnellste Rennrunde raus. Also die Mercedes heute anscheinend schon mal relativ deftig unterwegs. Für uns, wie gesagt, ist noch eine halbe Runde zu gehen. Und diese drecksgefährliche Stelle jetzt wieder hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kriege auch schon die gelbe Warnleuchte, also meine Reifen sind jetzt tatsächlich auch ziemlich am Ende. Die würden ganz gerne jetzt mal langsam Feierabend machen. Das kann ich sehr gut verstehen, aber noch müssen sie 2-3 Kurven durchhalten. So, jetzt noch einmal drauf auf die Startzielgerade. So, und jetzt können wir noch gucken. Jetzt können wir noch gucken und es sind 6 Zehntel jetzt. Ja doch, das muss durch sein. Das muss durch sein. Puh. Schaffen wir es also doch noch. Trotz 10 Sekunden Strafe. Wow. Den Platz 16 nach Hause zu bringen. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Puh, okay. Gut, haben wir dieses Rennen jetzt also auch hinter uns gebracht. Ich schwitze wieder, das ist nicht mehr feierlich, aber so ist es halt. Formel 1 im Sommer, Mitte Juli darf man sich ja auch nicht darüber beschweren. Juni, man weiß ja, was man kriegt. Okay. Gut, schauen wir drauf. Also Mercedes mit heute einem gescheiten Doppelsieg. Ich weiß gar nicht, wo waren Red Bull gewesen, auf jeden Fall nicht anwesend. Platz 6 und 7 am Ende, okay. Ricciardo und Renault insgesamt sehr, sehr stark. Ricciardo dritter Platz, Renault mit Ocon auf dem 5. Platz dazu mit 25 Punkten für die Konstrukteursrangliste. Schauen wir gleich drauf. Mittelfeld natürlich gar nicht so verkehrt. Ja, dann die restlichen Plätze könnt ihr selber ablesen. Ich möchte nochmal ganz kurz eben auf uns hier zurückkommen und die Leistung, die wir noch gebracht haben. Also, das war tatsächlich so gesehen noch sehr, sehr stark. Haben am Ende jetzt dann... Oh, sind sogar am Ende auf fast eine Sekunde geworden sogar, die wir dann Vorsprung vor Russell hatten. Ja, am Ende so dementsprechend dann mit der Zeitstrafe ins Ziel kommen. Ohne diese Zeitstrafe wären wir bei 49 Sekunden hinterm Führenden gewesen. Ja, also Magnussen so richtig einholen wäre wahrscheinlich nicht mehr drin gewesen. Es ist natürlich jetzt ein großes What-If, hätten wir halt nicht diese Chance gehabt. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz haben wir uns rausgeredet. Irgendwie 8. oder 8. sag ich schon, 9. oder 10. irgendwie so in der Richtung waren wir gewesen. Dann hatten wir noch eigentlich noch eine andere Strategie geplant gehabt mit den Mediums. Weiß nicht. Wir haben uns ein bisschen problematisch gezeigt hier gegen Sainz, ne? Glaube ich, war es gewesen. Ja, genau. Also der ist am Ende auf 12 eingefahren. Also wäre noch interessant geworden. Vielleicht wären hier heute Punkte drin gewesen, die wir weggeschmissen haben, aber
Nun gut, ich denke, es war auch so noch ganz angenehm. Sah zwischenzeitlich so aus, als ob wirklich noch Probleme kriege, überhaupt Williams in die Tasche zu stecken. Das haben wir tatsächlich noch geschafft. Die beiden Alphas halt, wie gesagt, auch noch. Auch Grosjean auf der Strecke überholt, genauso eben wie Georgie. Georgie am Ende hinter uns gelassen. Heißt, ja, so gesehen nochmal eine fette Aufholjagd gestartet. Wir können mal ganz gucken eben. Ja, unsere Bestzeit war jetzt auch nicht viel krasser. Also unsere Bestzeit hätte uns tatsächlich noch vor Magnussen gebracht, aber ansonsten der Rest war alles auf 1,9 und besser unterwegs. Ne, also so die mega Mörder-Pace hatten wir heute auch nicht gehabt, dass wir da wahrscheinlich da oben mithalten hätten können. Also ich glaube, da wären wahrscheinlich schon aus den Punkten rausgefallen. Top 13, was ich angesagt hatte, wäre wahrscheinlich drin gewesen. So ist es jetzt 16 geworden. Ist kein Beinbruch, ist okay. Gucken wir mal eben auf die Rangliste drauf. Hat er das noch was gemacht? Ja, Bottas tatsächlich ist ein Punkt vor Hamilton. Die Vize-Weltmeisterschaft ist hier noch quasi im vollen Gange. Ansonsten Ocon ist noch vorbeigesetzt an Kwiat. Mein Glückwunsch auch dazu. Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar Punkte auf Sainz verloren. Oder? Nee, kann gar nicht. Der ist auch rausgeflogen aus den Punkten. Nee, haben wir gar nicht. Der war 12. gewesen. Nee, tatsächlich. Also gehen wir nach Abu Dhabi in Saisonfinale mit 3 Punkten Vorsprung auf Sainz. So, Abu Dhabi jetzt war letzte Season jetzt auch nicht so überragend gut. Das war ähnlich wie Brasilien. Wenn ich jetzt damit denke, dass ich das nicht wegschmeißen gebe, jetzt heute, kann man da vielleicht 1 oder 2 Punkte nächste Woche vielleicht holen und dann beten einfach, dass Sainz nicht zu viel holt. Dann hätten wir vielleicht noch einen 10. Platz sicher, Top-10-Platzierung. Ansonsten könnte es auch vielleicht sein, dass wir nur 11. werden, aber damit könnte ich im Zweifel auch leben. Gut, gucken wir nochmal auf die Konstrukteursrangliste. Dort jetzt Renault, ja, mit diesen 25 Punkten. Wahrscheinlich den 3. Platz jetzt fast sicher gegen Racing Point. Mal kurz gucken, die haben 29 Punkte, die noch holen müssen. Ja, das ist durch eigentlich. Das glaube ich nicht, dass Racing Point das noch aufholt. Damit Renault wahrscheinlich jetzt Platz 3 gesichert. Ja, für uns geht ja so jetzt längerem hier nichts mehr. Ferrari wäre jetzt ja vor uns mit 107 Punkten, aber die werden wir nicht mehr knacken. Von daher auch rechnerisch, glaube ich, kann man uns jetzt unseren 8. dann wiederum nicht mehr nehmen. Also das ist alles soweit durch. Da haben jetzt die meisten Entscheidungen tatsächlich soweit schon stattgefunden. Gut, dann also noch einmal fix die Interviews und dann haben wir das soweit eigentlich heute geschafft, obwohl ich tatsächlich, glaube ich, schon Interviews im Training geführt habe, also so gesehen einmal so wichtig. Ja, ist ganz nett hier wieder. Hast du was für die Aero für mich? Eigentlich bin ich nicht zufrieden, aber das kann ich ja nicht sagen. Oh ja, hier. Sehr schön. Gibt es noch ein kleines Aerodynamik-Boosterchen? Und das waren ein paar freundliche Schubser, das hält er schon aus. Danke für den Kommentar. Ja, dann gucken wir mal. Tatsächlich mit Leclerc haben wir am Anfang ein paar Rempler gehabt. Gut 1 zu 4. Das Ding haben wir jetzt halt auch wegen straffrei haben wir das auch weggeschmissen. 14:21 war klar, dass wir das Ding verlieren. Da gab es ja keine Debatten. Das sind also zwei Welten, die sich die Autos bewegen. Wir kriegen aber trotzdem noch mal ein paar schöne Boosterchen drauf. Auch Russell dann zusammen hier noch die Teamanerkennung steigern. Das ist auch noch mal ganz nett. Gucken wir mal hier rein. Ja, Rivalen natürlich nett geschlagen. Ist klar, die Interviews haben wir immerhin gemacht. Uns fehlten 2 Runden am Ende im Training. Gut, dazu gibt es natürlich noch Abzüge für den Flügel, den ich vorhin demoliert habe. Auch Wassler hat tatsächlich irgendwas in Sand gesetzt anscheinend. Also ein paar Abzüge da auch noch mit bei. Aber ja, der Kontostand ist jetzt eigentlich auch nicht mehr das Entscheidende. Wie gesagt, ein letztes Rennen haben wir dahingehend noch zu gehen. Bevor die Frage aufkommt, ob ich das mache wie in der letzten Saison oder das letzte Mal mit Abu Dhabi, wo ich da mal ein 100% Rennen gemacht habe, beschwöre ich euch jetzt schon, nein, werde ich nicht machen. Ganz einfache Geschichte. Wie gesagt, die Temperaturen sind mies, richtig mies für sowas. Und 50% schlaucht da schon genug. Außerdem habt ihr es gesehen, ich habe da jetzt auch schon einen Bock eingebaut, das erste Mal seit längerem. Ich bin schon ganz froh, wenn ich es schaffe, das jetzt das letzte Rennen so einmaßen über Bühne zu bringen und mich dann so ein bisschen mit euch gedanklich auf den 21er Teil dann vorzubereiten. So, gucken wir rein. Platz 16, wie viele schlechtere Platzierungen hatten wir denn gehabt? Wir hatten Shanghai, was schlechter war, wir hatten Monte Carlo, was schlechter war, Le Castellet war schlechter, Silverstone war schlechter, Belgien und Spa waren beide schlechter. Und ja, dann sind wir auch jetzt hier schon, ja, das ist ein durchschnittliches Ergebnis, Platz 16, das ist okay. 6 Rennen, die schlechter sind im Rennkalender, das Durchschnitt ist unterdurchschnittlich, aber damit kann man leben. Das macht jetzt die Gesamtbilanz jetzt nicht kaputt, das verhagelt es nicht. Ist tatsächlich aber die schlechteste Platzierung wirklich seit auch Monza gewesen, also das hatten wir jetzt wirklich seit längerem nicht mehr gehabt, dass wir da solche Probleme hatten. Ich erinnere mich ja noch, glaube ich, Monza weiß ich gar nicht mehr, hab ich da was verbrochen, das kann sein. Ja, nee, da war mir hinten einer reingekachelt, ne? Da war hinten einer reingekachelt, ich habe die Strafe dafür gekriegt. Genau, in Belgien war Regen angesagt, das war das Problem dort. Gut, damit dürfen wir jetzt in Abu Dhabi wahrscheinlich nicht mehr zu tun haben. Silverstone erklärt sich von selbst, das heißt Silverstone, Le Castellet ist mir einer reingebrettert, mehr oder weniger. Hat mir einen Dreher da eingeholt. Gut, und Monaco ist Monaco. Gut.
Gut, okay, haben wir das dann mal so kurz eben durcherörtert? Nee, ist schon, denke ich, soweit okay. Mehr war heute dann angesichts der Umstände nicht drin. Ich bin soweit zufrieden, machen wir einen Haken hinter. Ich würde sagen, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann hoffentlich planmäßig zur nächsten Woche wieder. Dann mit dem großen Preis von Abu Dhabi, Yas Marina Island und ja, dem Saisonfinale der letzten Folge hier rund um Georg Gärtner und seine Konsortium. Wie gesagt, bevor es dann planmäßig mit dem 21er halt wieder weitergeht. Gut, dementsprechend also, hoffe ich, hat es euch gefallen. Hinterlasst mir ein paar Kommentare. Ja, könnt mal eure Meinung noch zu der ganzen Geschichte hinterlassen. Und ansonsten, ja, bin ich mal gespannt, was nächste Folge dann so passiert. Nächste Mal mit dem Saisonabschluss, dass wir mal mitnehmen. Vielleicht wird es danach noch eine Bonus-Episode geben, wo wir uns noch ein, zwei kleine Sachen noch angucken, ein bisschen die Statistiken durchflügen für diesen Teil. Aber das muss ich noch mal schauen, das weiß ich noch nicht. Guti, dementsprechend würde ich sagen, also wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.